بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In diesem Videobeitrag möchte ich über das Thema sprechen, das Gedenken des Todes und seine Früchte. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm, sagt in einem authentischen Ausspruch: أكثر من ذكر هذه اللذات الموت. Das bedeutet: Vermehrt das Gedenken des Genusszerstörers. Vermehrt das Gedenken an den Genusszerstörer, den Tod. Das heißt, er erklärt dann, was mit dem Genusszerstörer gemeint ist, der Tod. Und wenn wir den Koran betrachten und wenn wir die Aussprüche des Propheten Mohammeds, Friede und Segen mit ihm, betrachten, dann sehen wir, dass detailliert über den Tod berichtet wird. Es wird darüber berichtet, was passiert, wenn der Mensch stirbt, was in diesem Moment passiert, wie die Seele aus dem Körper herausgerissen wird, wie sich Engel in einer Augenweite niederlassen, wie sie die Seele dann hochbringen zum Himmel, wie die Seele wieder zurückkommt, wie die Seele dann ins Grab geht, was passiert, wenn der Mensch zum Grab getragen wird, was im Grab genau passiert, wenn der Mensch von zwei Engeln befragt wird, die Strafe im Grab, die Gnade im Grab, die Belohnung im Grab, dann der jüngste Tag, wenn alle Menschen aus ihren Gräbern aufstehen, ja, dann die Befragung, das Aufstellen der Bücher, die Waage und so weiter und so fort, dann das Paradies und die Hölle. Alles wird detailliert beschrieben. Und wir werden immer wieder im Koran auf diese Endlichkeit des Lebens aufmerksam gemacht, dass es jeden Moment vorbei sein kann. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Das heißt, alle, die auf ihr sind auf der Erde, werden vergehen und bleiben wird das Angesicht deines Herrn. Und das erinnert uns immer wieder an diese Wichtigkeit, dass wir uns ins Bewusstsein rufen, dass dieses Leben nur ein ganz, ganz kurzer Moment ist. Dass wir uns ins Bewusstsein rufen, dass wir wie auf einer Bahn sind. Wie in einer Bahn. Auf einer Reise. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum? Warum wird im Koran und in der Sunna so detailliert über jede Phase, über jede Station des Todes berichtet? Und wir als Muslime sehen das als eine Gnade an. Denn wenn wir beispielsweise die Bibel betrachten, dann sehen wir, dass dort nur ganz wenig vom Tod berichtet wird. Und es könnte durchaus sein, weil wir glauben, dass die Bibel verfälscht ist, dass aber einige Aussprüche authentisch sind. Dort wird berichtet, dass Jesus im Johannesevangelium gesagt haben soll, dass er gehen wird und dass es gut ist, dass er geht. Und dass danach der Periklytos kommt, damit ist Muhammad gemeint. Und dass er den Menschen alles lehren wird. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass hiermit gemeint ist, dass der Prophet Muhammad alle Details über die jenseitigen Stationen erklärt. Und das ist für uns eine Gnade. Warum? Weil wir als Muslime, wir als Menschen, wir brauchen dies als eine Medizin für uns. Allah sagt im Koran, in Surah 20, Vers 2, مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du unglücklich bist. Das heißt, wir haben den Koran auf dich herabgesandt, damit du glücklich bist. Weil der Koran gut für dich ist. Und wenn wir nun den Koran betrachten und nehmen den Koran in die Hand und schlagen Seite für Seite auf, dann sehen wir, dass so alle paar Seiten etwas über den Tod erwähnt wird, etwas über das Jenseits erwähnt wird. Da fragt man sich, warum hat Gott nicht einfach eine Sure gemacht, Strafe im Grab, und eine Sure, ein Kapitel, die Hölle, und ein Kapitel, das Paradies, und ein Kapitel, der jüngste Tag. Und eine Weisheit, die wir erkennen können, ist, dass der Mensch immer wieder periodisch eine Erinnerung braucht,
Der Mensch muss sich immer wieder periodisch an den Tod erinnern, an den Sinn des Lebens erinnern. Das heißt, diese Ermahnungen sind für uns eine Gnade, die wir brauchen, um uns auf unser Ziel vorzubereiten. Und so sehen wir beispielsweise verschiedene Nutzen, verschiedene Früchte, die wir dadurch haben, wenn wir an den Tod denken. Denn wir müssen realisieren, dass wir länger tot sein werden, dass wir länger von dieser Welt weggehen werden, als wir lebendig waren. Wir werden länger tot sein. Wenn wir jetzt beispielsweise mal bedenken, wie viele Menschen gestorben sind, wie viele Menschen gestorben sind und die heute länger tot sind, als sie überhaupt gelebt haben. Wie viele historische Persönlichkeiten. Wie lange sind sie schon tot? Man sollte sich jetzt zum Beispiel mal Adolf Hitler angucken. Der ist jetzt schon viel länger tot, als er überhaupt gelebt hat. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das mir gerade spontan einfällt. Ja. So viele Leute, die schon so lange jetzt unter der Erde sind. Und deswegen ist das eine Gnade für uns. Und die Frucht, die wir durch dieses Gedenken haben, ist erstmal, dass wir ein Ziel haben, bis zur letzten Sekunde. Viele, die keinen Glauben haben, oder alle, die keinen Glauben haben, keine Perspektive. Die wissen gar nicht, was danach kommt. Und am Ende sind sie unglücklich. Aber sie reden sich dann ein, ach ja, ich muss sterben. Ein depressives Leben. Aber der Muslim, der an Allah glaubt, der weiß hier, es geht weiter. Der hat ein jenseitiges Ziel. Der hat ein Ziel bis zur letzten Sekunde seines Lebens. Sein Leben ist bis zur letzten Sekunde nicht sinnlos. Selbst wenn er im Todesbett liegt, selbst wenn er Schmerzen hat, selbst wenn er krank ist, todkrank ist, selbst wenn er querschnittsgelähmt ist und in seinem Bett gefesselt ist, selbst wenn er im Gefängnis ist, sein Leben hat einen Sinn, hat ein Ziel, hat einen Zweck. Aber derjenige, der nicht daran glaubt, dass das eigentliche Leben, das jenseitige Leben ist, dessen Leben ist sinnlos. Und insbesondere sinnlos, wenn er das, wofür er lebt, den Spaß, die Wonne, nicht mehr erreichen kann, weil er plötzlich Schmerzen hat, weil er krank ist. Und so sieht man, wie viele Menschen unter psychischen Problemen leiden. Alleine hier in Deutschland. Krankenkassen leiden drunter, weil so viele Menschen psychische Probleme haben und irgendwelche Pillen brauchen, um sich zu beruhigen. Man braucht das nur beispielsweise im Internet nachzuschlagen, im Internet nachzugucken. So. Das heißt, das Bewusstsein, dass man ein höheres Ziel hat, dass das Ziel nicht nur ist, wie kriege ich nächstes Jahr das Haus gebaut, wie kriege ich heute Abend das Essen zusammen, dass dieses Bewusstsein etwas ist, was den Menschen glücklicher macht. Wenn man sich bewusst ist, dass dieses Leben nur ein kurzer Moment ist. Dieses Leben ist nur ein kurzer Moment. Wenn wir in einer Bahn sind und wir fahren mit der Bahn beispielsweise 400 Kilometer. Ja, in dieser Bahn, was werden wir dort tun? Was werden wir machen? Ja, wir werden nichts machen, wir werden keine Sünden machen oder was auch immer. Aber wir wissen, diese Bahn ist nur ein kurzer Moment. Man wird nicht für diese Bahnfahrt, ja, die man macht, irgendwie sein Leben riskieren. Aber diese Bahnfahrt ist in Relation zu deinem Leben ein längerer Zeitraum als dein ganzes Leben zu deinem jenseitigen Leben. Dein diesseitiges Leben ist im Gegensatz zu deinem jenseitigen Leben nur so, wie der Prophet sagt, als wenn man einen Finger in das Meer hineintut und den Finger hinausholt. Stell dir mal vor, du versuchst mal einfach einen Tag lang das Meer mit einem Eimer leer zu machen. Mit einem Eimer. Wenn du mit einem Eimer dort stehst und versuchst, das Meer leer zu machen, du stehst den ganzen Tag, du machst 10 Stunden deine Arbeit. Was hast du von dem Ozean weggenommen? Nichts. Stell dir mal vor, du versuchst einen ganzen Tag einen Eimer Wasser mit deinem Finger leer zu machen. Du schaffst nichts daraus zu holen. Und jetzt stell dir mal vor, mit deinem Finger, das diesseitige Leben zu deinem Jenseits, ist nur so, als wenn du einen Finger in den Ozean tust. Nicht als, es würde schon reichen, wenn es wäre, den Finger in den Eimer.
Stell dir mal vor, wie lange du brauchst, um mit dem Finger, mit diesem Tropfen, den Eimer leer zu machen. Ich weiß es nicht. Ich schätze, dass man dafür vielleicht eine ganze Woche braucht, um den Eimer leer zu machen. Und jetzt stell dich mal einen ganzen Tag mit diesem dicken Eimer an das Wasser, an das Meer und versuch das Meer leer zu machen. Du kommst nicht weiter. Das heißt, das diesseitige Leben ist gar nichts. Und deswegen lebt man auf diese Art und Weise ein gutes Leben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch deswegen, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى. Doch sie bevorzugen das diesseitige Leben und das Jenseits besser und bleibender. Trotzdem, der Mensch bevorzugt das Diesseits. Das ist eigentlich dumm. Der verspielt für das Diesseits das Jenseits, wo das Diesseits nur ein kurzer Moment ist. Dann sagt der Prophet, das war eben ein Vers aus dem Koran, dann sagt der Prophet, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Die Dunya ist das Gefängnis des Gläubigen und das Paradies des Käfirs. Jetzt wird jemand fragen, heißt das, dass der Käfir glücklicher lebt im Diesseits? Wir sagen nein. Denn wir sagen, wer nicht mit dem Bewusstsein lebt, mit der Hoffnung lebt auf ein Jenseits, kann nicht glücklich leben. Und der Prophet und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über das diesseitige Leben des Gläubigen in Sure 16, Vers 97: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und er sagt über denjenigen, der sich von der Rechtleitung abwandt, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Wer sich von meiner Rechtleitung abwandt, dem werden wir ein enges Leben bereiten, ein schlechtes Leben bereiten. Und das ist das, was wir sehen. Wir sehen Leute, die sich von der Rechtleitung Allahs abwenden, die Probleme haben in allen Bereichen, gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, gesellschaftliche Probleme, sexuelle Probleme, familiäre Probleme, und die keine Hoffnung haben. Und deswegen sehen wir beispielsweise hier in Deutschland, das ist die Realität, die viele nicht gerne sehen wollen und die viele nicht gerne hören wollen, dass sich hier alle 48 Minuten ein Mensch umbringt. Und wenn man sich die Länder anschaut, zum Beispiel die islamischen Länder, und wir reden dann von Menschen, die die Religion richtig praktizieren, dann sehen wir Leute, die dort glücklich sind, obwohl sie schlechte medizinische Versorgung haben, obwohl die Infrastruktur vielleicht nicht so gut ist, obwohl sie weniger zu essen haben, schlechtere Häuser haben, schlechtere Wasserversorgung haben. Und trotzdem sind sie glücklicher als die Menschen, die hier im Luxus leben. Im Luxus leben. Das ist das, was wir allgemein sehen bei denjenigen, die den Islam richtig praktizieren. Ich rede nicht von irgendjemandem, der Türke oder Araber oder was auch immer so mit der Religion nichts zu tun hat. Dann sagt Al-Hasan al-Basri, sagt er sinngemäß, es gibt keine Gewissheit, die sicherer ist, die von den Menschen so behandelt wird, als wenn sie ungewiss ist. Das heißt, alle Menschen wissen, es gibt den Tod. Und wir haben gesagt, das ist jetzt die erste Frucht, der erste Nutzen, dem Tod viel zu gedenken, dass man diese Hoffnung hat, dass man ein Ziel hat, dass man eine Perspektive hat. Ja? Jetzt, wenn man das weiß, ja, dann weiß man auch, wofür man lebt. Und schau dir die Menschen an. Sie wissen alle, jeder Mensch weiß, dass er stirbt. Aber jeder Mensch lebt so, oder die meisten Menschen leben so, als wenn sie ewig leben würden. Sie haben noch eine Zeit. Was garantiert einem? Was garantiert einem, dass man nicht heute und über die Straße geht und auf einmal kommt von links ein Auto und er fasst einen und zerschmettert einen. Und man hat das Genick gebrochen, man ist tot. Was ist die Garantie? Ein großer Prozentsatz der Menschen, die sterben, stirbt plötzlich. 50% der Todesfälle in Deutschland, circa, gehen auf Herz-Kreislauf-Probleme zurück. Davon sind viele plötzlich. Plötzlicher Herzinfarkt. Plötzlicher Schlaganfall. In Deutschland gibt es jährlich 4.000 bis 5.000 tödliche Verkehrsunfälle.
Wie viele Badeunfälle gibt es? Wie viel Brandstiftung gibt es, bei denen Menschen verbrennen? Ja. Dann, das war der erste Nutzen des Gedenkens des Todes, ist also, wie ich schon gesagt habe, dass man eine Perspektive, einen Sinn hat, ein höheres Ziel hat. Und das ist etwas, was dem Menschen innere Zufriedenheit gibt. Denn ein Mensch, der kein Ziel hat, der keine Perspektive hat und der mit dem im Unterbewusstsein, mit dem Bewusstsein lebt, dass morgen vorbei ist und er ein Nichts ist, der kann nicht glücklich sein. Aber wer die Hoffnung hat auf seinen Herrn, wer die Hoffnung hat, auferweckt zu werden, den kann nichts erschüttern. Und möge Allah uns in diesem Glauben festigen. Die zweite Sache ist, wenn man weiß, dass man jeden Moment sterben kann, dann wird man mehr gute Taten machen. Man wird mehr gute Taten machen. Man wird mehr Dua machen. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghithu, aslih li sha'ni kulluhu, wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Dann, man wird weniger schlechte Taten machen. Warum? Wenn man dem Tod gedenkt. Wenn man weiß, es kann jeden Moment vorbei sein. Und man weiß, man kann in dem Moment sterben, wo man gerade in der Sünde ist. Der Prophet a.s. sagt, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Derjenige, der Zina macht, begeht kein Zina, während er ein Mu'min ist. Stell dir vor, hier auch für dich. Du bist gerade mit deiner Freundin am Schlafen, auf einmal kriegst du einen Herzinfarkt. Allah kann dir den Tod zu jeder Sekunde schicken. Wir haben Mädchen, 24 Jahre Schlaganfall. Jungs, 24 Jahre Herzinfarkt. Sie sehen gesund aus, sind gesund. Keine Drogen, keine Krankheit, gar nichts. Aber wenn Allah will, dass sein Herz jetzt stehen bleibt, bleibt stehen. Deswegen muss man immer viele gute Taten machen. Dann sagt der Prophet a.s. Kun fi dunya ka annaka gharibun wa abiru sabir. Sei im Diesseits wie einer, der auf der Reise ist oder ein Fremder. Warum? Weil wenn du auf der Reise bist, zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, du bist in der Zugreise. Was machst du in dieser Zugreise? Bei dieser Zugreise, du wirst dich nicht um irgendwelche Sachen kümmern, du willst einfach nur an das Ziel kommen. Du wirst keine Sünde begehen. Weil du dir denkst, es ist sowieso nur ein kurzer Moment. Und wie gesagt, diese Zugreise ist im Vergleich zu deinem Leben mehr als dein diesseitiges Leben im Vergleich zu deinem jenseitigen Leben. Die Zugreise von 4 Stunden hat mehr Bedeutung für dein Leben, ja, von der Zeit her, als dein diesseitiges Leben für dein jenseitiges Leben hat. In der Relation. Dann, was der nächste Nutzen, das war der dritte Nutzen, also erstens nochmal Sinn, Perspektive, Orientierung, zweitens mehr gute Taten, drittens weniger schlechte Taten, viertens man wird schneller Toba machen, schneller Reue zeigen. Warum? Weil man weiß nie, wann man stirbt. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn und gerätst ins Schleudern und wirst rausgeschleudert. Wie viele Leute sterben. Und du weißt, es kann heute passieren, morgen passieren, irgendwann passieren. Oder stell dir vor, dein Haus brennt heute an. Stell dir vor, dein Haus brennt heute an. Leute sind im Haus und springen aus dem Fenster raus, weil hinter ihnen das Feuer am Lodern ist. Du weißt nie, was passiert. Deswegen muss man immer bereit sein. Und deswegen hat der Prophet a.s. 100 Mal am Tag Astaghfirullah wa tubilay gesagt. Astaghfirullah wa tubilay. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyata fi dunya wa al-akhira. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Anam astur awrati wa amin rawati. Anam wahfidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an fawqi. Wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Dann sagt der Prophet a.s., und das muss man sich vor Augen halten, die Toba, bis wann wird die angenommen? Man taba kabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha,
Taba Allahu alayh. Wer Toba macht, bis die Sonne vom Westen aufgeht, so wird Allah seine Toba annehmen. Inna Allah yaqbalu Tawbata 'abdin ma lam yughayyir. Das heißt, Allah nimmt die Toba eines Dieners an, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Seele hochkommt. Bis zu seinem letzten Atemzug. Und wann kann dieser letzte Atemzug sein? Und wenn man dem Tod immer gedenkt und sich bewusst ist, dass der Tod immer eintreffen kann, dann wird man immer wieder Toba machen, wird man Allah immer wieder um Vergebung bitten, weil man weiß, der letzte Moment kann immer eintreffen. So. Der fünfte Nutzen ist, dass man mit weniger zufrieden ist. Und da komme ich nochmal auf die Bahnfahrt zurück. Auf der Bahnfahrt ist es egal, ob du dort Reichtümer hast oder nicht. Du weißt, du hast ein anderes Ziel. Ob du jetzt da ein Snickers mehr hast oder ein Snickers weniger, aber schaut euch das an. Ja? Wie viele Probleme entstehen, wie viele Menschen sind unzufrieden, weil sie zu wenig haben im Leben. Warum? Weil sie sehen das Leben als das Ziel an. Sie sind am Arbeiten und am Malochen nur dafür, dass sie sich zweimal im Jahr, dass sie zweimal im Jahr in Urlaub fahren können. Aber derjenige, der richtig gläubig ist, dem ist egal. Der arbeitet, der bemüht sich, aber auch wenn etwas nicht so funktioniert, wie er sich es gewünscht hat, hat er Geduld, weil er hat ein anderes Ziel. Sein Ziel ist nicht das Diesseits. Das heißt, er ist mit weniger zufrieden. Und damit ist auch eng verbunden mit weniger zufrieden, wenn wir uns die Geschichte angucken. Und das ist der sechste Nutzen. Das heißt, wenn wir uns die Geschichte angucken, dann sehen wir, dass es viele Kriege gab. Gerade wegen materiellem Reichtum. Es ist nicht so, wie man sagt, dass die meisten Kriege aufgrund von Religionen ausgebrochen sind. Dass die meisten Kriege Religionskriege gewesen seien. Das ist falsch. Bei den meisten Kriegen ging es um Raum, um Territorium, um Rohstoffe, um Gewinnmaximierung. Darum ging es. Wir brauchen uns das nur anzugucken. Die Kriege gingen um Territorium. Der Zweite Weltkrieg war kein Religionskrieg, auch wenn es gegen Juden ging, aber es ging primär nicht um die Religion. Die Kolonisationskriege waren keine direkten Religionskriege, ja, sondern das waren Kriege, wo es um Raum ging, wo es um Macht ging, wo es um Profit ging. So viele Kriege, Bürgerkriege, kriminelle Machenschaften. Heutzutage Großstädte in Südamerika wie Caracas, ja, oder Mexico City. Da hat man kaum eine Chance als Tourist, wenn man vom Flughafen kommt und sich irgendwie auffällig verhält, nicht ausgeraubt zu werden, weil es so eine große Kriminalität gibt. Wenn du an Caracas am Flughafen ankommst und hast eine Ray-Ban Sonnenbrille an und verhältst dich auffällig, die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Autobahntunnel überfallen wirst, ist 90%. Und wenn du Pech hast, wirst du dir eine Kugel in den Kopf geschossen und wirst irgendwo verbuddelt. Und da weiß gar keiner mehr, wo du bist. Dass dort Leute umgebracht werden, ist ein ganz normaler Fall. Auch in Großstädten von Amerika, wie Detroit oder New Orleans. Das sind die gewalttätigsten Großstädte Amerikas. Detroit und New Orleans. Ganz gefährlich. Südafrika, ja, in Kapstadt. Das sind so kriminelle Städte. Worum geht's dort? Da geht es um Geld, da geht es um Drogen. Und warum? Weil die Menschen, die wollen das Diesseits. Das heißt, wenn wir wissen, dass das Leben ein kurzer Moment ist und dass wir nicht stehlen dürfen und dass wir keinem Menschen wehtun dürfen und dass wir einen viel, viel größeren Lohn bei Allah haben und wenn das die Menschheit richtig verinnerlicht, dann wird es keine Kriege dieser Art geben. Dann wird es viel mehr Frieden und Glückseligkeit geben. Der siebte Nutzen ist Umweltverschmutzung. Eine mit zu den größten Problemen der heutigen Zeit gehört was? Gehört die Umweltverschmutzung. Das ist leider vielen Muslimen gar nicht bewusst. Man redet heute von einer Klimaveränderung aufgrund durch das Ozonloch kommen beispielsweise gefährliche Strahlen in die Erdatmosphäre. Durch
die Abholzung des Regenwaldes, Tierarten sterben aus, das Klima verändert sich, ja, Ölteppiche, Atommüll, das beste Beispiel ist jetzt in Japan. Und wo wird überall Atommüll verbuddelt? Wodurch nachher die Menschen Schaden erleiden? Warum wird das gemacht? Warum? Der Mensch weiß, dieser Besitzer von beispielsweise einer bestimmten Fleischfirma weiß ganz genau, wenn er den Regenwald so abholzt, seine Kinder, Kinder, Kindeskinder werden Probleme bekommen. Er weiß das. Aber worum geht's? Er will einfach leben, weil er will das Diesseits haben. Er will alles mitnehmen, und er denkt nicht über die Konsequenzen nach. Warum unbedingt das Atomkraftwerk? Warum? Er weiß doch ganz genau, dass das gefährlich ist. Die Japaner haben doch gewusst, ja, dass sie in einem Erdbebengebiet liegen und dass wenn da einmal ein Tsunami kommt oder wenn es da einmal ein Erdbeben gibt, dass dann das ganze Land kaputt ist. Aber diejenigen, denen das Atomkraftwerk gehört, leben die neben dem Atomkraftwerk? Nee, die leben nicht neben dem Atomkraftwerk, die leben woanders. Die haben nämlich ein Haus in Japan und ein Haus in Amerika und ein Haus irgendwo auf den Malediven oder was weiß ich wo. Das ist nämlich das Problem. Und dem ist das egal, ob der andere Mensch stirbt, weil der sagt, nach mir die Sintflut, Hauptsache ich habe mein Geld drin. So sieht die Sache nämlich aus. Aber wenn der wüsste, hier, du hast eine Verantwortung vor Gott, das Leben ist nur ein kurzer Moment. Du musst Verantwortung übernehmen für andere. Du darfst anderen Menschen nicht schaden. La darrara wa la dira, wie der Prophet a.s.w. gesagt hat. Keine Schädigung, keinen Schaden und keine gegenseitige Schädigung. Dann wird er vorsichtig sein. Dann wird er sich hüten. Aber so ist ihm doch egal. Er lebt nur einmal, nach mir die Sintflut. Oder durch mich die Sintflut. Ja? So sieht die Sache aus.